Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf der Nordfriesische Marsch am heutigen Montag zur Folge 123. 1, 2, 3, Mainz ist auch mal ein ganz bekannter Spruch gewesen. Ich weiß gar nicht, wie lange es diese Firma schon gibt. Ist auf jeden Fall schon ein wenig her. Jetzt sollen wir hier gucken, ob das dann nachher ja alles so funktioniert. Ich bin mal gespannt. Dann würde ich mal sagen, Abladepunkt. Sollte vielleicht vorher mal gucken, was es ist. Aber ich denke doch mal, das sieht hier schwer nach Salat aus. Ja. Salat. So, Abladepunkt GW Salat. Saat. Gut. Saatgut, ja, das war ja nett. Muss sagen, ich war jetzt gerade nochmal zwischen den zwei Aufnahmen draußen, habe vergessen, das Spiel zu pausieren in der Zeit, wo ich jetzt draußen war. Da ist die Zeit ein bisschen vorgelaufen. Dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen. Das ist also die Begründung dafür, weil eigentlich wollte ich das Spiel pausieren, aber dann ja, funktioniert im Moment erstmal gar nichts mehr an meinem Rechner. Ich habe gedacht, shit, los, hat sich aufgegangen. So, Wasser, Strich, Herb. Ja, oder so, auch gut. Ja, draußen ist sehr angenehm. Ich weiß gar nicht, mal gucken hier auf die Wetter-App, wie viel Grad haben wir jetzt draußen. Ach, man sollte auf die richtige App gehen. Oder es auch richtig auswählen. Mein Gott. 23 Grad haben wir draußen noch, also da mag ich immer noch nicht viel von. Allerdings haben wir hier drin jetzt auch mittlerweile nur noch 29 Grad, also ja, ganz angenehm. Aber nichtsdestotrotz 29 Grad hier in der Wohnung. Ist doch ein wenig warm. Abladepunkt. Ist das jetzt gut? Ja, Rotkohl war doch richtig. Nochmal hier drauf klicken. So, Abladepunkt. Rot. Machen wir hier R-Kohl. Saat, gut, Gutu, ja. Saat, Gutu. Ich weiß ja nicht, was das ist, aber naja. Oha. Mal gucken, dass ich euch hier den richtigen Punkt erwische. Hä? Ist das schon jetzt hier? Abladepunkt GW Alkohol Wasser und Herb. So, jetzt haben wir noch den B-Kohl und dann sind wir noch hier fertig. Dann würde ich schon mal sagen, haben wir ja alles angeschlossen. Abladepunkt GW B-Kohl Saatgut. Abladepunkt GW B-Kohl. Ach Gott, ne, so wie cool, Wasser. Das war doch richtig. So, und
Mann, Mann, Mann. Ich kann wohl legen. Wenn es mir gerade so einfällt, wenn wir hier einen Rundkurs hinkriegen, müssten wir hier mal so an diesen Punkt hier fahren. Einmal hier auf Rekord. Oh Gott, 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 Gott. Da war ich schon besoffen. Nein, in der blauen Flasche ist Wasser, immer noch. Dann würde ich sagen, kaufen wir mal einen Ackerschacht. Da ist er noch. Setzen diesen Ackerschacht, würde ich sagen, hier hin. Ja, da hinten, das sieht gut aus. Fahren wir einmal hier rum. Und ist an der Nudelfabrik, ne? Nudelfabrik Wasser. Ja, sorry. Ich bin mal überlegen, ob ich hier noch eine Spur zur Rückkehr aufzeichnen soll, aber eigentlich wofür, ne? Ist eigentlich ganz gut so. Hier fahren sie runter, da fahren sie hoch. Ne, ist alles gut so. Wir lassen das. Wir lassen das. Wir lassen das. Alles gut. Alles gut. Dann würde ich mal sagen, nachdem wir das jetzt mal alles hier eingefahren haben, müssen wir ja irgendwie auch mal hier die Gewächshäuser. Irgendwie die Gewächshäuser hier. Jetzt müssen wir gerade noch was anderes hier gucken. Wir haben ja schon mal ein Gewächshäuser. Ich habe jetzt den gleichen Ordnernamen gegeben. Ne, das ist GWH. So. Ah, hier. GW Feld GW F48 machen wir jetzt oder aus. Muss halt irgendwie abkürzen. So, Wasser. Dann haben wir einen neuen Ordner noch. Jetzt zum Ordnerfieber hier. Merkt ihr das? Ordnung braucht das Leben. Gewächshaus F48. Ja, F48. So, Erde. / Mist. Ja. Ich glaube, das reicht. Dann gehen wir jetzt mal hin. Also was auch noch eine feine Sache wäre, wenn es Ordner in Ordner gehen würde, also so wie das auch bei Curseplay ist, ne? Dass man also Ordner in einen Ordner verschieben könnte. Das wäre auch noch nice. Also das wäre auch noch so eine Sache, wo ich echt, ja, würde ich cool finden, wenn das auch gehen würde hier. Könnte man noch ein bisschen mehr Ordnung haben.
jetzt mal da rausgefahren, weil es sind mir zu viele Punkte. Und ich hätte vielleicht erstmal die anderen Ordner hier zumachen sollen. Das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Geht's hier weiter? Machen wir den nächsten hier. Wasser. Achso, Abladepunkte Nudelfabrik. Ah. Den müssen wir gleich hier noch bei den Gewächshäusern hier mit reinpacken. Was haben wir hier noch? So, Abladepunkt Paletten. Machen wir hier rein tun. Abladepunkt Paletten. Textilfabrik. Ja, auch das muss mal sein, dass wir hier mal ein wenig aufräumen, würde ich sagen. Was war das jetzt? Ladepunkt Erdhaufen. Was kommt hier rein? Abladepunkt Zelt. Ah ne, Moment, das war irgendwie falsch, ne? Abladepunkt Textilfabrik. Und hier rein. Ladepunkt Gewächshaus Blumenkohl. Hab ich hier wirklich einen Blumenkohl geschrieben, okay. Dann könnte man hier rein. Ah, hier, Ladepunkt Nudelfabrik Fett. So, hier haben wir nochmal. Ah ne, das ist. Da müssen wir mal gucken. So. Ladepunkt Textilfabrik Paletten. Mal hier hin. Hafenwasser 1, 2. Beladepunkt Gewächshäuser. Tomaten. Beladepunkt Gewächshaus Rotkohl. Beladepunkt Gewächshaus Salat. So, Abladepunkt Saatgut. Ach hier, Wasser, Tomaten, Herbizide. Ah, da das hier jetzt schon wieder. So, hier rein. Moment, habe ich jetzt eben die Abladestelle Textilfabrik Wasser auch hier rein? Ja, habe ich auch hier reingepackt. Das ist gerade ein bisschen dämlich gewesen, weil auch das muss dann noch mit hier unten rein. War doch einige Stellen hier jetzt. So, okay. So, das ist Erde. Ja, war klar. Aber ich glaube auch die, würde ich jetzt sagen, die so, Tomaten. Habe ich hier irgendwo noch einen Punkt vergessen oder wie sehe ich das? So, da haben wir Saatgut, da haben wir Saatgut, da haben wir Saatgut. Ach, hier fehlt was, sehe ich schon. Da fehlt schon was davor.
Hier fehlt das GW. Und dann müssen wir mal hier noch eingehen. Das müssen wir auch ändern. GW. Ah, hier Rotkohl, Erde. Ja, das haben wir auch. So. Okay. Fehlt aber trotzdem noch eins. Das ist ein Salat. Salat hat kein Abladetrigger für Erde und Mist. Das ist ja schlecht. Das ist aber mal schlecht. Moment, Tomate, Tomate, Tomate. Tomate. Das hier ist Tomaten. Hä? Tomaten, Tomaten, Tomaten? Das kann ja nicht sein. Hier stimmen wir nicht. Also wir haben hier zweimal gewechselt aus Tomatenkarton leer. Ja, hier, Tatsache. So. Stehen jetzt andere. Also wir wählen jetzt den aus. Ändern den mal hier auf Salat. Oh, war sogar der richtige. Eieieiei. So, dann haben wir das hier schon mal gefunden. Und Tatsache, hier hinten fehlt dann noch der Punkt für. Abladepunkt GW Salat. Ja, also jetzt habe ich aber langsam. So, Salat, Erde. Meine Finger sind wieder dick geschwollen. Habe ich echt Probleme mit der Tastatur. Ich muss mir gerade noch ein Stück trinken. Dann würde ich jetzt mal sagen, können wir den auch jetzt mal einsortieren. Dann haben wir die jetzt hier auch. Das sieht doch schon mal gut aus. Aber das war dumm von mir. Also jetzt nicht. Ne? Aber das hätte ich irgendwie besser lösen können. Auch Saatgut. 1, 2, 3, 4. So, und zwar gehe ich jetzt hier hin und lege jetzt hier mal einen Ordner an. Gewächshäuser. Aha, sorry. Und jetzt gehen wir mal hin. Blumenkohl Saatgut. Ja, so viel zu diesem Thema. Gewächshäuser Saatgut. Sitzt da drinnen, ja. Und dann gehen wir jetzt noch mal hier hoch. Da haben wir den nächsten. Dann gehen wir hin und nehmen den hier. Dann gehe ich hin und nehme noch diesen hier. Und dann gehen wir mal hier Gewächshäuser Rinderzucht. Und dann packen wir die nämlich auch hier rein. Äh
Ich hab gesehen, ich bin wieder auf den Punkt gekommen und da wird bald wieder passiert. Mir fehlt aber noch irgendwie ein Ablagepunkt. Hier haben wir Salatkarton leer, da haben wir Rotkohl und hier haben wir Tomaten. Der Blumenkohl fehlt noch. Da. Und hier haben wir Tomaten. Da fehlt der Rotkohl an Saatgut. Okay. Und was ich gerne ändern würde, wäre. Das ist auch noch so ein Nachteil, dass man diesen Ordner hier nicht ändern kann. Das ist mir auch noch so. Machen wir nochmal einen Ordner. GWH Häuser Erde Mist. Dann, da möchte ich jetzt gerne einen, ja, Abfahrer haben, der das im Endeffekt alles erledigt. Und zwar für beide Produktionen. So, einmal hier. Müssen wir mal gucken, da ist Erde und Mist. Dann gehen wir hier hin, schieben das hier rein. Machen dann mal eben hier auf. Dann ziehen wir die eben alle hier runter. Dann kann man den Ordner direkt wieder löschen da oben. Dann nehmen wir das hier. Was habe ich jetzt vor? Ich habe im Update-Video gesagt, man kann also jetzt ja diese ja Multi-Tralalei-Dödel da machen. Ich zeige euch das jetzt gleich. Und zwar meine ich nicht diese, das wäre ja von mehreren Stellen abholen, an einer Stelle liefern. Das ist ja ne, von einer Stelle abholen, an mehrere Stellen liefern, sondern ich will von mehreren Stellen laden, an mehrere Stellen liefern. Genau das ist das, was ich gerne möchte, was ich jetzt auch gerne testen möchte. So, dazu muss ich allerdings auch jetzt hier mal einen neuen Ordner schaffen. Mistladen, nenne ich den jetzt mal. Mist aufladen. Das ist, glaube ich, etwas besser. Laden. So, Mist aufladen. So nennen wir das Ganze jetzt mal. Und jetzt müssen wir gerade gucken. So, da ist schon mal nicht. Hier ist auch schon mal nicht. Und so, wir mal gucken. Also, wir haben hier Rinderzucht. Hier haben wir Rinderzucht 1 Mist. Haben wir schon mal das erste. Dann haben wir hier Rinderzucht 2 Mist. Dann müssen wir irgendwo hier Tiere haben. So, Hühner 1 Mist. Dann gehen wir mal hier Hühner 2 Mist. Beladepunkt Milchschuf Mist, Milchschuf Mist, nein. Milchschuf 2 Mist, nein. Schafe füttern, Schweinefutter, nein. Das ist dann alles hier. Und dann gehen wir jetzt Tiere Hafen. Und da haben wir hier Hühnerstall 3 Mist.
Was ist das hier? Hühnerstall 4 Mist, kann das sein? Genau. So, Hühnerstall 1, 2. Hä? Rinderzucht? Ach so, hier ist Hühner 1. Ah, okay. Ich verstehe. So, jetzt muss er hier Rinderzucht 3 Mist. Und Rinderzucht 4 Mist. So, damit haben wir jetzt alle Stellen, wo wir Mist laden können. Dann würde ich sagen, schicken wir ihn jetzt erstmal hier zum Hof zurück an die Tankstelle. Kann der Kollege da mal auftanken. Jetzt können wir hier mal weiter Erde abladen, damit auch hier mal die Produktion langsam voll werden. Warum fliegen die Flugzeuge heute wieder so tief? Was ist das denn hier? Würde ich sagen, können wir dann am Mittwoch in der Folge hingehen und dann mal schauen, ob das Ganze dann hier funktioniert mit dem Mist, mit dem Verteilen und. Weil im Endeffekt brauchen wir jetzt nur noch einen Abfahrer, der überall da, wo es Mist zu laden gibt, Mist lädt. Und es dann auf die Gewächshäuser, haben wir ja mittlerweile 8 Stück von. Achso, wir müssen das eine noch einbinden. Ja gut, das ist aber nicht das Problem, können wir ja später noch machen. Dort dann halt, ja, den Mist zu verteilen. Hier können wir jetzt hingehen und sagen, hier, Beladestelle. Erdhaufen, da haben wir doch. Und dann wählen wir hier jetzt aus. Moment, machen wir hier runter. Gewächshäuser Mist Erde. Und nehmen wir hier mal das erste. Und dann sagen wir hier von einem Ort an mehrere verteilen. Erde. Und dann schicken wir ihn mal hier los. Dann kann er jetzt hier. Ja, die mal befüllen. Hier geht es nicht weiter, weil ich hier wieder alles blockiert habe. Na super. Ja, Schafe bräuchten mal was Futter, würde ich sagen, oder? Sieht nicht so aus, ne? Hätte ich irgendwie Futter bräuchten? Oder stehe ich nicht richtig? So, ich stand nicht richtig drin im Trigger. Das war jetzt ja nicht gerade der Hit. Die hier an Futter brauchen. Ach genau, ich wollte ja noch Schafe kaufen. Also warum der da durchfährt, das verstehe ich nicht. Also das ist mir unbegreiflich. Kann mir noch kein Mensch erzählen, dass das der kürzeste Weg hier ist. Mal gucken. Wie sieht's denn hier aus? Wir haben noch ein bisschen Kalk am Start. Ich würde sagen, stellen wir den mal ein hier. Und schnell raus hier, weil ne, bevor uns hier die Ohren wegfliegen. Jetzt muss ich hier mal was gucken. Doch, hier habe ich die Kurse schon eingefahren. Das ist hier schon fertig. Das ist schon fertig. Aber die, ja. Deshalb wundere ich mich ein bisschen, weil ne, die Kurse hier sind fertig. Aber, ja. Andere nicht. Oh, da sind wir wieder. Und hier ist der LKW, der kaputt ist.
dringend repariert werden muss. Aber sagen wir, tanken den jetzt mal hier auf. Das ist heute das Highlight und die Belohnung für all diejenigen, die jetzt hier bis zum Ende dran geblieben sind. Dass ich also auch nochmal ein LKW repariere, kommt ja bei mir auch seltenst vor. Oh, ist er doch wieder voll einsatzbereit. Ja, das soll es dann heute für diese Folge hier auch gewesen sein. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Vor allen Dingen, wenn es geht, eine ruhige Woche für diejenigen, die Ferien haben. Ja, heute ist ja der erste Ferientag hier in Nordrhein-Westfalen zumindest gewesen. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Bundesländer noch. Ich habe jetzt nicht alle 16 Bundesländer im Kopf, wenn die mit ihren Ferien beginnen. Ich weiß es nicht, aber gut. Wenn ihr also heute euren ersten Ferientag habt, dann freut es mich für euch. Genießt die Ferien. Wenn ihr heute euren ersten Urlaubstag habt und vielleicht im Urlaubsstress seid, obwohl, naja, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dann in den Urlaub noch fliegt oder fahrt. Wo macht ihr Urlaub dieses Jahr? Ich werde definitiv keinen Urlaub machen, kann ich mir gar nicht leisten. Dafür habe ich in letzter Zeit zu viel Geld ausgegeben. Ich muss auch hier zu Hause bleiben. Weil, ne? Ja. Ich würde sagen, erzähle ich dann mal am Mittwoch, wie es dann bei mir hier weitergeht. Und bis dahin, bleibt gesund, ich bin raus und ciao.